Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. In diesem Video möchte ich euch das Zeichnen vom EdgeCut zeigen. Wir haben ja nun wirklich alle Einstellungen hier in epischer Breite vorgenommen. Und um jetzt wirklich eine Leiterplatte erstellen zu können, müssen wir natürlich mal als erstes einen EdgeCut zeichnen und meine Umrisse festlegen. Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Einmal hier mit den Bordmitteln oder eben dann auch durch den Import. Das möchte ich euch heute eben zeigen. Wir stellen uns als erstes mal hier das EdgeCut ein als Lage, dass wir hier auf dem EdgeCut zeichnen können. Wir wählen mal als erstes die Funktion eines Rechtecks. Das dürfte wohl so relativ die typischste Variante sein. Dann stellen wir uns hier mal das Raster an und wir stellen, da wir uns ja hier in Deutschland oder im europäischen Raum mit metrischen Maßen bewegen, mal 1 mm ein. Ich kann auch 0,5 nehmen. Nehmen wir erstmal 1 mm und wir positionieren mal hier unseren Cursor drauf und können jetzt ein Rechteck zeichnen. Das kann ich jetzt hier, wir sehen es immer in, dadurch, dass ich ja das Fangen am Raster eingeschalten habe, kann ich also jetzt hier mit diesem Millimeterraster sauber zeichnen. Und wenn ich jetzt hier wieder auf der anderen Seite abklicke, haben wir eben diesen Umriss gezeichnet. Ich kann auch ein sauberes Quadrat zeichnen. Dazu wähle ich wieder hier mein Werkzeug aus, ein Rechteck zeichnen, gehe hier auf Rechtsklick vorher, bevor ich beginne mit Zeichnen und sage auf horizontal, vertikal beschränken und klicke jetzt hier wieder auf meinem Rasterfang ein und ich sehe jetzt, egal wie ich die Maus bewege, es entsteht jetzt hier ein sauberes Viereck oder Quadrat vielmehr durch diese Beschränkung auf horizontal, vertikal. Damit hätten wir jetzt hier zum Beispiel eine sauber quadratische Platine gezeichnet vom Umriss her von 40 mal 40 mm. Jetzt kann es natürlich auch mal sein, dass man mal eine runde oder abgerundete Ecken haben möchte. Wie kann man das machen? Dazu gehen wir mal hierher. Wir nehmen mal unsere normale Linie. Rasten mal hier ein. Auch diese Linie mache ich mal 50 lang. Dann gehe ich hier 25 nach unten. Gehe hier wieder 50 nach drüben. Kann jetzt entweder nach oben fahren oder Rechtsklick. Ah, hier geht es nicht. Okay, normalerweise könnte ich jetzt sagen schließen. Dann würde er hier senkrecht diesen Umriss schließen, das geht dann scheinbar nur bei den Zonen hier. Aber ist egal, wir können jetzt also hier haben jetzt also vier Linien. Wie kriegt man jetzt runde Ecken? Dann nehmen wir hier mal unseren Kreisbogen-Tool und wir sagen, wir wollen jetzt mal einen Radius von 2 mm haben, also 2 mm nach innen und 2 mm nach unten. Wir klicken hier wieder auf unser Rasterfang, klicken einmal, also erster Klick hier auf dem Center vom Kreis, dann hier oben auf den ersten Punkt und dann ziehen wir das Ganze hier 90 Grad rum. Ich beende mal das Werkzeug und jetzt kann ich eben hier auf diesen Punkt gehen und meine Linie nach unten ziehen, also verschieben in der Breite. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich diesen Punkt sauber erwische, dass ich nicht die ganze Linie verschiebe, sondern nur die Linie hier einkürze. Das kann ich dann hier ebenfalls tun. Wir sehen, hier oben ist, ja, ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen schlecht zu sehen. Hier oben sieht man, wenn man es anklickt, so einen kleinen weißen Punkt. Den muss ich dann mit der Maus erwischen und dann kann ich das eben hier zurückziehen. Und wir sehen, sobald sich hier so ein Fadenkreuz drum bildet, wenn ich mit der Maus drauf bin, rastet jetzt also diese Linie hier auf diesem Abschnitt des Kreisbogens ein. Und damit hätte ich jetzt hier eine runde Ecke geschaffen. Entsprechend kann ich das natürlich für die anderen drei Ecken wiederholen. Die andere Alternative ist, ich mache diese Linie gleich von vornherein
2 mm kürzer. Das heißt also, wenn ich jetzt hier 50 mm habe und möchte jetzt hier so eine abgerundete Ecke, dann mache ich eben 48, beziehungsweise eben auf dieser Seite dann auch 2 mm weniger, dann eben 46 mm in der Gesamtlänge. Diese ganze Zeichnerei kann ich dann eben mit dem auch mir relativ günstig einrichten, indem ich hier mit dem Raster spiele. Ja, ich kann also jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt hier vielleicht mal eine Linie haben von mit irgendeinem Kommawert. Ja, also sagen wir, ich möchte jetzt hier zum Beispiel 20,5 mm auf 10,5 und gehe hier also wieder zurück. Dann hätte ich jetzt eben auch hier Kommawerte und so kann ich also hier mit dem Raster auch relativ genau schon zeichnen. Allerdings muss ich dazu sagen, sind natürlich die Zeichenmittel von KiCad hier beschränkt, was diese Zeichnerei von Platinen, also von Edge Cuts angeht. Das ist also ein bisschen beschränkt. Diese Werkzeuge ist hier nicht so ausführlich, wie ich das mit einem CAD-Programm machen kann. Deshalb habe ich mir mal hier aus einem Gehäuse oder von einem Gehäusehersteller so ein Gehäuse CAD-Daten heruntergeladen. Dazu brauche ich aber dann eben ein CAD-Programm, hier zum Beispiel das Libre CAD oder das FreeCAD. Und jetzt habe ich hier natürlich die gesamten CAD-Daten drin, also in der Dreitafelprojektion, Draufsicht, Ansicht, Oberseite. Und die muss ich natürlich dann bearbeiten, indem ich hier diverse Dinge rauslösche, dass sie wirklich für mich nur noch in dem Fall hier dieses innere Layout übrig bleibt. Das ist im Prinzip hier dann der Platinenumriss. Und wenn ich den jetzt natürlich mit KiCad zeichnen wollte, dann ist das mit den Bordmitteln schon recht schwierig. Und hier habe ich eben die CAD-Daten und ich habe das hier schon mal bearbeitet. Ich mache das hier wieder zu, close. Ich habe hier also die zweite Datei, habe da alles rausgeschmissen, habe also nur noch hier die beiden Montageholz behalten, diese Xe, wo die Montageholz sitzen mit dem zentralen Punkt. Und hier diese vier Kreise in der Mitte. Auch da werde ich mal noch zwei Montageholz positionieren. Das möchte ich euch gleich zeigen. Das habe ich also jetzt soweit vorbereitet. Alles andere rundherum weggelöscht. Und jetzt importieren wir das Ganze mal. Dann machen wir hier Close. Ich gehe wieder in meinen Schaltplan-Editor, sage dann hier Datei importieren, grafische Elemente. Ich muss jetzt hier angeben, in welches Layer ich das haben möchte, in dem Fall hier Edge Cuts. Ich möchte es interaktiv platzieren, nicht am Nullpunkt, dann wandert das hier oben in diese Ecke hier oben, sondern ich möchte das hier frei hin und her schieben können, deswegen interaktive Platzierung. Ich gebe hier nochmal die Linienbreite vor mit 0,2 mm. Die Skalierung, ich könnte jetzt also diese Zeichnung skalieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine 2 eintragen würde, würde die doppelt so groß werden. Das ist natürlich Quatsch, weil dann passt es nicht mehr ins Gehäuse rein. Theoretisch könnte ich das aber tun. Vielleicht in anderen Layern macht das Sinn, aber hier beim Edge Cuts muss ich mich ja wirklich an 1 zu 1 an die Maße halten, die vorgegeben sind. Was kann ich jetzt hier für Dateien importieren? Unterstützte Formate sind DXF und SVG. Format aufpassen, auch gerade beim AutoCAD DXF-Format. Es darf immer nur eine Datei sein mit einem Layer. Also ihr könnt keine DXF-Datei nehmen, die hier 200 Layer hat oder sowas. Dann wird KiCad meckern oder sehr wahrscheinlich meckern, dass es eben nicht funktioniert mit dem Import. Das gilt auch, soweit ich weiß, für die SVG-Dateien. So, wir wählen diese Datei aus. Jetzt haben wir das hier angewählt. Wir sagen okay. Damit hängt der Edge Cut hier an meinem Cursor. Ich kann den jetzt hier im Schaltplan entsprechend irgendwo positionieren, lege den ab und sage, okay, jetzt habe ich den hier also positioniert. Und jetzt muss ich als nächstes mal die Koordinaten herauskriegen, wo ich dann meine
Mounting Holes positionieren kann. Dazu nehmen wir mal ein relativ kleines Raster, das möchte ich euch auch noch in diesem Video zeigen. Wir nehmen hier 0,02 mm. Gehen jetzt hier drüben auf das Kreistool, wählen also hier mal das Kreistool aus und wir sehen, durch dieses kleine Raster kann ich hier schon schön sauber auf dem Centerpunkt einrasten. Ich bin also jetzt hier genau in der Mitte von diesem Mounting Hole, ziehe jetzt mal hier diesen Kreis einfach größer und lege den ab. Es geht jetzt hier nicht um diesen Edge Cut. Ich brauche nämlich das, was ich brauche, sind hier nur die Koordinaten von diesem Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Kreis anwähle und drücke hier die Taste E, dann kann ich mir also hier diese Koordinaten notieren und kann die jetzt ins Mounting Hole übertragen. Das zeige ich euch gleich. Ich gehe also mal jetzt hier wieder auf Abbrechen. Wir merken uns mal 164,4 zu 112,45. Und jetzt gehe ich hier oben auf mein Mounting Hole drauf, wähle also das Mounting Hole aus als Footprint, gehe hier auf Einstellungen und kann jetzt hier sagen 164,4 und 100, halt 112,45. Können wir hier mal auf OK drücken, das ist also X und Y Wert und sagen OK. Jetzt springt das hier weg, nämlich genau hier auf diesen Punkt. Wir vergleichen nochmal oder prüfen nochmal, ob wir die richtigen Koordinaten haben. Sollte aber eigentlich passen. Schauen wir aber trotzdem nochmal. Wir gehen nochmal hier auf unseren Kreis, den wir gezogen haben. Schauen nochmal auf die Einstellungen. 164,4, 112,45. Dann nehmen wir hier nochmal unseren Footprint raus. Gehen hier nochmal auf Einstellung. 164,4, 112,45. Das heißt, dieses Mounting Hole sitzt jetzt hier ganz sauber. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, ich möchte jetzt hier diesen Kreis und dann das andere hier, die Striche und so weiter, löschen. Damit ich jetzt nicht versehentlich mein Mounting Hole hier mit platt mache, gehen wir jetzt mal hier auf Objekte und sagen, wir möchten hier die Pads ausblenden und oder sagen wir es anders, wir möchten Footprints ausblenden. Damit habe ich den jetzt erstmal ausgeblendet. Das kann also jetzt hier nichts mehr. Ich kann den jetzt nicht mehr versehentlich löschen. Und jetzt kann ich hier mit dem Tool entfernen durch Anklicken hier drauf gehen und sagen, ich werfe jetzt alles, was ich hier nicht mehr brauche, weg und blende mir das hier anschließend wieder ein. Mein Mounting Hole und auch mein Edge Cut. Und so kann ich jetzt meine Mounting Holes hier platzieren. Und wenn ich das abschließend platziert habe, sollte ich dafür sorgen, dass ich diese Mounting Holes und auch diesen Edge Cut nicht versehentlich verschiebe. Und dazu gehe ich dann einfach her, markiere mir die ganze Fläche und sage, ich möchte das jetzt sperren. Ja, damit ist das jetzt hier gesperrt. Ich kann also hier nicht mehr versehentlich mein Mounting Hole verschieben oder meinen Edge Cut verschieben und kann aber jetzt anfangen, hier meine Bauelemente zu platzieren. So, ich mache jetzt hier nochmal diese Sperrung rückgängig, denn ich möchte fürs nächste Video schon in Vorbereitung die anderen Mounting Holes positionieren. Das Vorgehen ist dann das gleiche, wie ich es gerade gezeigt habe. Die anderen drei Stück noch und dann werde ich das sperren und dann geht es weiter mit der Bauteilplatzierung auf der Platine. Im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und schönen Abend. Hier noch kurz gezeigt, die Mounting Holes sind platziert an den entsprechenden Stellen. Alles andere, was überschüssig war, entfernt. Hier nur noch der Außenumriss, der ja doch ein bisschen anspruchsvoller ist und das Ganze eben auch schon gesperrt. Ja, ihr seht, ich kann jetzt hier nichts mehr anwählen oder auswählen. Damit kann ich also auch nicht mehr versehentlich jetzt hier irgendetwas verschieben und dann können wir im nächsten Video die Bauteile platzieren.